Vor 3 Jahren war hier im Süden des Amazonasgebiets alles noch dichter Urwald. Heute ist nicht mehr viel davon übrig. Schockierend, wie schnell das geht. Wir folgen der Umweltpolizei des Bundesstaats Rondônia bei einem Einsatz. Holzfäller, Rinderzüchter und Sojabauern haben überall ihre Spuren hinterlassen. Allein in den ersten 3 Monaten dieses Jahres wurde im Amazonasgebiet eine Fläche von der Größe New Yorks gerodet. Ein Anstieg um 50% im Vergleich zum Vorjahr. Zuerst kommen die Holzfäller, dann wird Feuer gelegt. Limpar nennen das die Brasilianer, sauber machen. Später wird auf dem entwurzelten Terrain Soja angebaut. Die Umweltpolizei soll die Entwaldung verhindern. Am Straßenrand plötzlich ein verdächtiger Anhänger. Die wurden durch WhatsApp gewarnt, die sind weg und das ließen sie zurück. Sie müssen vorsichtig sein. Das Amazonasgebiet ist Brasiliens wilder Westen. Sie haben die Ladung einfach zurückgelassen. Die Hütte ist dort wahrscheinlich ihr Unterschlupf. Jemand hat sie dort unterstützt. Wir werden uns jetzt umschauen, ob wir noch irgendetwas finden. Offensichtlich haben sie das Haus gerade erst verlassen. Die Nachfrage nach Holz, Fleisch und Viehfutter, unter anderem aus Europa, ist der Motor des Kahlschlags. Diese illegale Fuhre hat einen Wert von 2000 Euro. Weil sie kein Fahrzeug für den Abtransport haben, müssen sie den Hänger stehen lassen. Bei Nacht wird ihn die Holzmafia in ein Sägewerk transportieren. Für eine wirksame Kontrolle fehlen der Umweltpolizei Fahrzeuge und Personal. Täglich wertet die Beamtin Celia die Satellitenbilder aus. Die dunkleren Flecken zeigen die neuesten Brandrodungen an. Die rosa Flächen sind ebenfalls Entwaldungsflächen, aber sie sind etwas älter. Zwischen 2016 und 2019 besteht ein riesiger Unterschied. Innerhalb von 3 Jahren haben sich die entwaldeten Flächen verdoppelt. Seitdem der neue Präsident Bolsonaro an der Macht ist, der von den Großgrundbesitzern unterstützt wird, hat sich der Kahlschlag beschleunigt. Selbst illegal gerodete Flächen werden nun legalisiert. Auch hier stand vor kurzem noch dichter Urwald. Dann rodete ein Farmer für seine Rinder. Nebenan investiert jetzt eine Firma in eine riesige Sojafarm. Die zunehmende Zerstörung des Regenwalds bedroht nicht nur das Weltklima. Vor Ort ist auch die Existenz der Kleinbauern wie Amado Pedro da Silva gefährdet. Er lebt von den Früchten des Regenwalds. Dieses Sojaunternehmen ist wirklich schlimm. Mit seinen Pestiziden tötet es die Fische in unseren Flüssen. Sie kauften ein Stück Land von hier bis ganz da hinten, drangen hier ein und zerstörten alles. Sie haben alles niedergewalzt und dort aufeinander gehäuft. Was werden sie damit wohl machen? Nachts werden sie kommen und alles anzünden, denn am Tag ist das nicht erlaubt. Das hat mich bis ins Innerste getroffen. Ich dachte, ich überlebe das nicht. So viel Terror haben sie verbreitet, ohne Erbarmen für nichts und niemanden. Und das in meinem Alter, bald werde ich 78 Jahre alt. Viele Rodungen sind illegal, werden aber oft nachträglich auf dubiose Weise legalisiert. Amado da Silva will vor Gericht ziehen und sich wehren. 100 Kilometer entfernt lebt das indigene Volk der Carizianer mitten im Regenwald, in einem durch die brasilianische Verfassung garantierten Schutzgebiet für die Ureinwohner. Früher konnten sie sich auch vom Fischfang und der Jagd ernähren. Doch nun kommen die Invasoren immer näher. Die Wildtiere sind geflohen, die Fische durch Pestizide vergiftet. Einige Kinder bekommen Durchfall vom Trinkwasser. Die Anführer des Dorfes wollen gegen die illegalen Invasoren klagen. Rings um unser Gebiet, das sind alles Farmer. Und das heißt, hier gibt es keinen Wald mehr. Immer wieder legen sie Feuer und der Rauch dringt in unser Gebiet ein. Darunter leiden nicht nur die Kinder, sondern auch unsere Alten.
Wer sorgt dafür, dass wir atmen können? Der Wald. Den verteidigen wir. Und damit auch das Recht zu atmen. Selbst für Bolsonaro. Warum will er die Bäume töten? Warum fördert er die Agrarkonzerne und Rinderzüchter, die den Kahlschlag vorantreiben und unsere Heimat zerstören? Wir verstehen diese Regierung nicht. Wenn er jetzt unsere Reservate auch noch für die Suche nach Bodenschätzen öffnet, tötet er unsere Frauen und Kinder. Die Angriffe auf indigene Gebiete haben in den vergangenen Jahren ständig zugenommen. Doch sie beschränken sich nicht nur auf das Amazonasgebiet, auch im Sojagürtel weiter südlich, wo die Savannenwälder für Sojafelder niedergebrannt wurden und weiter gerodet wird, schwelen seit Jahrzehnten Landkonflikte. Hier hat die Agrarindustrie längst die meisten Flächen erobert. 2016 kam es im Süden des Bundesstaats Mato Grosso do Sul zu einer Welle der Gewalt. Sojabauern stürmten eine Farm, die von Indigenen, die ihr Land zurück wollten, besetzt worden war. 70 Bauern und Landarbeiter waren an den Attacken beteiligt. Einige schossen auf die Angehörigen der Völker Guarani und Kiowa, um sie zu vertreiben. 6 Personen kamen mit Schusswunden ins Krankenhaus, unter ihnen ein 12-jähriges Kind mit einer Bauchschussverletzung. Ein 23-jähriger starb. Der Täter wurde nie ermittelt. Für deinen Tod sollen sie büßen. Wir werden gegen sie kämpfen. Nur wenige Kilometer entfernt kommt es in derselben Gegend in Mato Grosso do Sul Anfang Januar wieder zu Schüssen auf Indigene. Sie begrüßen uns auf Kiowa-Art und hoffen, dass unsere Berichterstattung ihnen helfen wird. Mit rund 20 Familien haben sie Anfang Januar Farmland besetzt, das Land ihrer Vorfahren, das sie für sich beanspruchen. Die umliegenden Farmer rückten mit schwerem Gerät an, um sie zu vertreiben. Die Farmbesitzer wurden gewalttätig und haben uns angegriffen, die Zelte zerstört und auf die Leute geschossen. Schüsse? Ja, Schüsse. Unser Kollege wurde schwer verletzt. Gott sei Dank kam dann die Bundespolizei. Auch die anderen wurden angeschossen. Auch ein Kind wurde angeschossen. Zum Glück ist es nicht tot. Es konnte gerettet werden. Der Junge hat einen Schuss abbekommen. 11 Jahre ist er alt. Jetzt verliert er seine Hand. Und auch er wurde von einem Gummigeschoss getroffen. Wären das richtige Kugeln gewesen, wäre ich jetzt tot. Mich hätte es als Ersten erwischt. Während der Attacken blieb die lokale Polizei passiv und ließ die Bauern gewähren. Erst die Bundespolizei, die später eintraf, stoppte die Angriffswelle. Plötzlich werden alle nervös. Wir werden beobachtet. Die lokale Polizei und einige Farmer sind eingetroffen. Der Konflikt schwelt weiter. Einige Kilometer entfernt wurde ebenfalls im Januar ein Brandanschlag auf eine andere Kiowa-Gruppe verübt. Seit 13 Jahren leben sie auf Land, das ihnen gerichtlich zugesprochen wurde. Vor Jahrzehnten hatte ein Großgrundbesitzer ihre Vorfahren gewaltsam vertrieben. Nun wurde das Dach ihres Gemeinschaftshauses angezündet. Wer das war, ist immer noch nicht geklärt. Von den Bauern nebenan fühlen sie sich bedroht. Diese beanspruchen das Land der Kiowa-Gruppe für den Sojaanbau. Wir können uns weder in diese Richtung bewegen noch dorthin. In dieser Richtung, wo wir Feuerholz holen, sind bewaffnete Wachleute. Und auf dieser Seite sind die Sojafelder und das Gift. Wenn sie ihr Gift versprühen, bekommen unsere Kinder Durchfall. Immer wieder kommen Flugzeuge und versprühen Gift, ihre Pestizide. Mehrfach regnete es Pestizide auf Kiowa- und Guarani-Dörfer. Nicht einmal vor chemischer Kriegsführung schrecken einige Sojabauern zurück, um die Kiowa von ihrem Land zu vertreiben. Ja.
Zurück in Rondônia im Amazonasgebiet. Ivanei de Bandeira setzt sich mit ihrer Hilfsorganisation Canindé für die Rechte der Indigenen ein. In den letzten 10 Jahren wurden allein im Amazonasgebiet mehr als 300 Menschen infolge von Land- und Ressourcenkonflikten getötet. Lediglich 14 Angeklagte kamen vor Gericht. Ivaneide hilft den Indigenen, sich zu organisieren. Die Regierung fährt eine Kampagne gegen den Umweltschutz, die sich gegen die Rechte der Ureinwohner richtet. Alles, was rot ist, sind Gebiete, die für Rinderzucht, Soja und den Getreideanbau gerodet wurden und in denen viele Pestizide versprüht werden. Die Invasoren sind Agrarproduzenten, Rinderzüchter und Bauern. Die glauben, sie haben die Macht, alles zu tun. Das Leben der Indigenen und der Umweltaktivisten ist akut gefährdet. Im Brasilien von heute werden die Rechte der Bevölkerung immer stärker beschnitten. Die Nachfrage nach Soja, Rindfleisch und Holz stärkt die Macht der Farmer und beschleunigt den Kahlschlag. In Porto Velho, wo Soja über den Amazonas nach China und Europa verschifft wird, ist Soja ein Synonym für Fortschritt und Reichtum, so der Chef des Hafens, Amadeo Santos da Cruz. Ich glaube, durch unseren Hafen in Porto Velho werden schon bald 30 bis 40 Millionen Tonnen Soja exportiert. Unser Ziel ist es, 100 Millionen Tonnen zu exportieren, die in den Nachbarregionen und Staaten produziert werden. Also 10-mal so viel wie heute? 10-mal so viel wie heute. Das ist die Zukunft. Es ist eine Zukunft, in der es den Produzenten egal ist, wie viele Menschen vertrieben oder Bäume gefällt werden. Nur durch internationalen Druck kann der Kahlschlag in Amazonien noch gestoppt werden. Vorausgesetzt, die Politiker in Europa erkennen den Ernst der Lage.